Tagesschau. Die Brutalität, mit der Fallschirmjäger und Polizei in den ersten zwei Tagen hier gegen die Demonstranten vorgingen, lässt sich an den schweren Verletzungen ablesen, die wir gesehen haben. Und das hat den lange aufgestauten Hass der Bevölkerung auf das Militärregime so erregt, dass schließlich mehr als 200.000 Menschen demonstrierten und etwa 30.000 in die Straßenkämpfe selbst verwickelt wurden.사태는 발생 10일 만에 진압돼서 평정돼 가고 있습니다. 'Mit Pomp und mit Pathos wird ein neuer Präsident gekürt. Chun Doo-hwan, 49 Jahre alt, Südkoreas neuer Diktator. Als im Frühjahr des Jahres zunächst in der Metropole Seoul und danach in der Provinzhauptstadt Gwangju Unruhen vor allem unter Studenten ausbrechen, lassen die Militärs den Protest brutal ersticken.